Ich habe jetzt gerade die Aufgabe gestellt, dass du herausfinden sollst, wie du die Seite kannst rastern kannst mit so einem Rechteck. Und währenddem ich das am Erzählen war, ist mir etwas in den Sinn gekommen. Ich habe nämlich etwas ziemlich Wichtiges noch nicht erklärt. Das ist nicht nötig, um die Aufgabe zu lösen. Aber es ist so eine Grundfertigkeit, die man sollte beherrschen beim Programmieren, wo in ganz vielen Fällen nützlich sein kann. Und zwar geht es darum, eine Variable zu updaten. Also eine Variable über die Dauer vom Programmablauf mit neuen Wert drin zu speichern. Also als Beispiel könnt ihr sagen x gleich 0 und wenn ihr sagt print x. Und dann kommt natürlich 0 dabei raus. Und dann könnte ich zu einem späteren Zeitpunkt sagen, x gleich 10. Und dann, wenn ich dann sage, print x, dann ist es natürlich 10. Also das heisst, ich kann eine Variable im Verlauf vom Programmprozess, vom Ausführungsprozess verändern. Ich kann sie einfach überschreiben. Und auf dem Prinzip gibt es eine Möglichkeit, eine Variable zu überschreiben, indem dass man sie selber dort verwendet. Das heißt, ich kann sagen, x gleich x, also das würde auch funktionieren. Aber ich kann sagen, x gleich x plus 3. Und was dann gemacht wird, ist, wenn das Programm an den Punkt kommt, dann wird zuerst evaluiert, was auf der rechten Seite von der Wertzuweisung steht, nämlich x plus 3. Und das wird dann ersetzt mit dem Resultat, also 3. Und das Resultat wird dann da mit dem Gleichzeichen ins x hineingeschrieben. Und dann ist x 3. Und ich kann jetzt das hier rauskopieren und mehrmals hier unten her tun. Und man könnte jetzt Papier und Bleistift nehmen und schauen, was sich hier verändert. Ich kann es einfach sagen, x ist gleich 0 und jetzt ist x plus 3 ist gleich 3, jetzt ist x 3. Jetzt ist x plus 3 ist 6, x ist 6, x plus 3 ist 9, x wird 9. Und so tut x schrittweise von 0 auf 3 auf 6 auf 9 wechseln. Und das Ganze hier kann man einsetzen in einem Loop. Also ich kann zum Beispiel sagen, zuerst x gleich 0 und dann könnte ich zum Beispiel sagen, step gleich 10 und dann könnte man sagen, der Loop for foo in range zum Beispiel 20 Doppelpunkt x. Dann sage ich zuerst print x. Dann wissen wir, was es gerade ist. Beim ersten Mal ist es 0. Und nachher sagen wir print, sondern wir sagen x gleich x plus step. Und wenn ich das ausführe, dann sehe ich, dass 20 mal, es gibt 20 Iterationen. Zuerst ist x 0, dann 10, dann 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 und so weiter. Es wird immer mehr. Am Schluss ist es 190. Und übrigens, bei der letzten Iteration, bei der 20. Iteration, in dem Moment ist foo ist gleich 19, tut aber nichts zur Sache. Bei der 20. Iteration printet es 190 und dann wird nochmal Step, also 10 zu x dazu zählt. Das heißt, wenn wir da unten noch eins würden, print schreiben, hätten wir am Schluss 200. Und also das ist eine schrittweise Erhöhung. Jetzt, je nachdem könnten wir auch, indem dass wir x mit foo multiplizieren oder so, könnten wir vielleicht etwas Ähnliches bewerkstelligen, so wie ich es bis jetzt auch schon gezeigt habe. Aber was man auch machen könnte, ist eine unregelmäßige Erhöhung. Ich könnte zum Beispiel sagen,
Step ist jedes Mal eine andere Zahl, eine Zahl zwischen 0 und 10. Und dann wird die x nicht so schön regelmäßig zunehmen, sondern zuerst ist es 8, dann ist es 10, 12, 15 und dann 3 mehr und dann 27, 9 mehr als vorher. Also das ist so eine schöne Progression. Und mit dem, auf dem Prinzip kann man auch recht interessante Sachen machen. Ich könnte zum Beispiel versuchen, einen Turm aus Rechteck zu bauen, wo immer verschieden gross sind. Und das wäre Position Y. In Position Y baue ich das erste Rechteck da unten bauen. Und dann würde ich sagen, das Rechteck bauen. Und das Rechteck ist auf, vielleicht sagen, fängt irgendwo in der Mitte an, bei 400. Also auf der X-Achse zeichnen wir immer hier. Auf der Y-Achse ist es Pos-Y, also das heisst, das erste Mal wird das Rechteck hier unten angeschlagen. Und dann machen wir eine variable Größe. Die variable Größe könnte man hier sagen Height. Height gleich. Das wäre eine gute Höhe. Bis zwischen 50 und 100 wäre gut. 50 plus 50 mal random. Also es ist immer mindestens 50. Und nachher etwas zwischen 0 und 50, also eine Zahl zwischen 50 und 100. Und jetzt tun wir das hier. Jetzt bekommen wir zuerst eine Breite. Ich würde sagen, es ist 100 breit. Und dann kommt Height rein. Und Height ist etwas zwischen 50 und 100. Also es ist immer, wahrscheinlich immer breiter als höher, aber im Extremfall könnte es ein Quadrat geben, wenn random fast 1 ist. Jetzt machen wir die erste Iteration. Die Höhe wird bestimmt, es gibt zum Beispiel 75, und dann wird auf Position 400 0, weil Pos Y ist immer noch 0. Das ist da. Wird ein Rechteck gezeichnet, das 100 breit ist, also erreicht von 400 bis 500 und die Höhe 75 hat, weil ich auch gesagt habe, da ist 75. Jetzt ist es fertig, jetzt kommt die zweite Iteration, was passiert? Die Höhe ist vielleicht 60 und dann wird wieder auf 400, immer noch bei 0, ein Rechteck gezeichnet, das 160 höher ist und so weiter. Also das heisst, da werden immer wieder Rechteck gezeichnet, immer am gleichen Ort. Die werden sich überlagern und unterschiedliche Höhen haben. Das ist ja vielleicht auch schon ganz interessant. Ich kann es ja mal machen. Genau, das sieht dann so aus. Jetzt, was ich aber möchte, ist, dass ich die staple. Und für das kann ich Pos Y updaten. Ich kann hier unten sagen, Pos Y ist gleich. Und jetzt kommt der Wert da oben rein. Height. Das ist jetzt ein Fehler, weil was jetzt passiert ist, ist das. Das ist nicht genau das, was wir wollen. Sondern was wir wollen, ist eben, Pos Y ist gleich das, was war, plus die Höhe. Also, wenn wir uns das vorstellen, wir müssen jetzt können zeichnen. Zuerst ist Pos Y ist 0. Also, wir sind da unten angeschlagen. Und dann zeichnen wir irgendein Rechteck, wo die Höhe 75 hat, meinetwegen. Pos Y ist jetzt gleich 0 plus 75. Das nächste Mal fangen wir bei 75 an und zeichnen vielleicht etwas, wo 60 höher ist. Und dann ist da 75. 475, dort wird angefangen gezeichnet und die Höhe ist 60 und dann wird zu 75, 60 dazugezählt und das nächste Mal, wenn wir zeichnen, sind wir bei 135 und dann soll es eigentlich einen Turm geben. Genau. Und das ragt jetzt da drüber raus.
So, jedes Mal, wenn ich das Programm ausführe, hat der Turm eine andere Höhe.